Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe die Seite Aktienfinder.net, den Aktienscreener für Wachstumswerte. Bei mir geht es ums langfristige Investieren in Aktien, ab und zu auch noch was um Aktienoptionen. Und seit neuestem beschäftige ich mich auch mit dem Thema Selbstständigkeit. Ich selbst bin ja selbstständig und ich habe ein Video gedreht und zum Thema, ja, wie ich selbstständig geworden bin, also der Übergang quasi vom Angestellten-Dasein in die selbstständige Tätigkeit. Und es kam soweit ganz gut an. So dass ich jetzt mal nachlegen möchte mit dem zweiten Teil und der heißt Der lange Weg zum Produkt. Das Produkt, man kann sich's denken, ist der Aktienfinder und das Ganze hat aber schon, und das kann man sich vielleicht nicht denken, vor relativ langer Zeit angefangen. Deshalb der lange Weg zum Produkt. Ich bin ja als Selbstständiger, also alle Selbstständigen müssen Geld verdienen. Ich glaube, das ist irgendwo klar. Und ich verdiene mein Geld über ein Produkt, beziehungsweise ich definiere mich als produktgetriebener Selbstständiger, wenn man so möchte, oder produktbezogener. Und für mich gibt es so, ich mache so ein bisschen eine Zweiteilung. Ich denke, es gibt auch viele Selbstständige, die sind so ein bisschen einkommensgetrieben oder einkommensbezogen. Das heißt, die überlegen sich, an erster Stelle steht die Überlegung, wie kann ich Geld verdienen? Beispielsweise sucht man sich Nischenseiten, um dann über Affiliate was zu verdienen oder das T-Shirt-Business oder was es da alles gibt, was ja auch völlig legitim und okay ist. Bei mir war das anders oder bei mir ist es anders. Bei mir stand tatsächlich nicht das Geld im Vordergrund, sondern bei mir stand im Prinzip ein Problem im Vordergrund und daraus ist dann ein Produkt entstanden und am Ende hat sich halt gezeigt oder zeigt sich, dass man damit auch Geld verdienen kann. Das ist eigentlich die Art und Weise, wie tatsächlich die größten Unternehmen entstehen und die erfolgreichsten Unternehmen. So war es ja zum Beispiel auch bei Google, als die Gründer oder die Gründungsmotivation von Google als Suchmaschinentool ist ja gewesen, dass sie keine Suchmaschine gefunden haben, beziehungsweise dass sie mit der Suche im Internet unzufrieden waren. Die war ja damals noch katalogbasiert. Und dann haben sie sich eben ihren eigenen Suchalgorithmus ausgedacht, basierend auf Rankings. Und daraus ist eben dann Google entstanden und das heutige Alphabet, ja, Universum. Und ja, so läuft es dann halt. Also da war auch ein Problem am Anfang im Vordergrund und dann haben sie es gelöst und dann ist halt was draus geworden. Das heißt jetzt nicht, dass ich der zweite Google werden will oder so. Ich wollte nur zeigen, dass wenn man die Geschichte so angeht, dass man ein Problem löst, das nicht nur man selber hat, sondern das auch viele andere Leute haben, dann ist das Potenzial für die Zukunft wahrscheinlich größer, als wenn man so rangeht, ich will Geld verdienen und sich dann irgendeine Nische zum Beispiel sucht oder irgendwas sucht, was wahrscheinlich viele andere auch machen und dann eben da tätig ist. Also meine Frage, die ich ja im Prinzip hatte oder das Problem, das ich ja zu lösen versuche, ist, wie finde ich gute Aktien für langfristige Investments? Aber bis es soweit war, ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe mal geschaut in meiner Versionsverwaltung, mit der ich heute arbeite. Da war der erste Check-in am 10. Mai 2015 und vorher hatte ich schon ein paar Monate mit einem anderen Versionsverwaltungstool angefangen. Also man kann sagen, ich habe im Frühjahr 2015 mit dem Ganzen angefangen. Aber damals noch nicht mit dem Aktienfinder, sondern damals war das Ganze noch nur für mich gedacht und zwar als Depotverwaltung in Form einer Desktop-Anwendung, also in Form eines Programms, das man fest auf seinem Rechner installiert. Also überhaupt nichts mit Web. Und im Vordergrund stand natürlich mein Wertpapierinteresse, klar, aber auch noch technisches Interesse, weil ich was bauen wollte, was ich dann halt auch benutzen kann. Und war also jetzt, sage ich jetzt mal, ganz im ersten Schritt eher eine Spielerei für mich als Privatprojekt. Die Dinge, die ich aber gemacht habe und auch den Code, den verwende ich heute teilweise immer noch selbst. Ich habe also technisch gesehen damals die Grundlagen schon gelegt. Also ich musste ja dann auch. Ich musste mich ja schon mit Aktien beschäftigen, das heißt, ich musste Aktien natürlich schon abbilden. Ich habe Marktdaten gebraucht, ich habe Preise gebraucht, Wechselkurse gebraucht, um Gewinn und Verlust auszurechnen und solche Sachen. Und musste ja dann, weil es sich um Aktien dreht, im Prinzip auch so eine Art Aktienliste anzeigen, aus der ich dann Aktien für mein Portfolio auswähle und solche Dinge. Und da erkennt man dann vielleicht auch schon die Tabelle von dem Aktienscreener wieder, der ja auch nichts anderes ist als eine Liste von Aktien mit gewissen Kennzahlen, sage ich mal. Und ich habe dann dafür, wie gesagt, es ist eine Desktop-Anwendung gewesen und die gibt es heute noch, die ich gebaut habe.
Das ist quasi die heutige Administrationsoberfläche vom Aktienfinder. Und es ist diese Geschichte hier. Die gibt es also heute noch und die werde ich jetzt, die benutze ich aktiv für die Verwaltung von Wertpapieren und für die Datenpflege. Man hat also hier die Wertpapierübersicht hier. Das sind alle Aktien, die es im Aktienfinder gibt. Teilweise auch Aktien, die es nicht mehr gibt, die im Rahmen von einem von der Übernahme beispielsweise von der Bildfläche verschwunden sind. Die sind auch noch hier drin, wird aber im Aktienfinder nicht angezeigt. Und hier gibt es dann zum Beispiel, hier sind da die Analystenschätzungen, die importiert werden. Die kann ich einfach ändern und kann dann auch sagen, hier Schreibschutz, sodass sie dann nicht mehr überschrieben werden. Wenn die immer wieder falsch kommen, gibt es ja alles. Hier sieht man die Dividenden und so weiter. Hier für die ganzen Aktien. Hier, Alibaba schüttet keine Aktien aus. Aber die hier beispielsweise schütten Dividende aus. Hier sieht man die einzelnen Dividendenzahlungen. Und das waren alles so Sachen, die ich schon relativ früh gemacht hatte, als wenigstens der Grundstein im Rahmen meiner Desktop-Anwendung und natürlich hier das ganze Framework und alles unten drunter natürlich auch. Und ja, heute kann ich das wiederverwenden und ist ein wesentlicher Baustein des Aktienfinders, um die Daten zu verwalten und die Datenqualität entsprechend zu halten. Es ging dann weiter. Und zwar habe ich dann irgendwann gesagt, ich möchte eine Webanwendung machen. Und da ist dann auch schon der Übergang im Prinzip zum Aktienfinder. Ich habe dann nämlich irgendwann aufgehört mit der Depotverwaltung und habe mich dann irgendwann auf so eine Art Aktienscreener konzentriert. Und das ging Hand in Hand mit der ersten Webseite, die ich gemacht habe, die ich auch selbst gebastelt habe, hier mit diesem Theme und so weiter. Das ist auch nicht WordPress, das ist Contao, Kundenmanagementsystem heißt das. Und da hatte ich dann so erstens also diesen Spieltrieb, dass ich auch mal was im Internet machen möchte, also mit Webentwicklung. Und zum Zweiten, da hatte ich ein gewisses Mitteilungsbedürfnis, sprich, ich wollte anfangen zu bloggen. Und dann sehen wir aber auch schon hier, damals hieß der Aktienfinder Wachstumsfinder, dass es den auch schon gab. Der war von Anfang an ein Teil dieser Webseite. Und was da ganz interessant ist, das war also jetzt in 2016, also ich habe im Frühjahr 2015 angefangen im Prinzip mit der Grundsteinigung des Aktienfinders, ohne dass ich wusste, was daraus wird. Dann habe ich im Frühjahr 2016, also ein Jahr später, dann ist diese Webseite live gegangen mit dem sogenannten Wachstumsfinder. Und wenn man da reinklickt in so einen Blogbeitrag, dann sieht man, wie das ausgesehen hat. Zuerst, also die Tabelle gab es immer, sieht man jetzt hier nirgends. Dann gab es aber noch eine einzige Grafik unten drunter unter der Tabelle für die ausgewählte Aktie. Und da wurde eigentlich nur angezeigt die Dividenden. Und dann kamen irgendwann noch hier die Gewinne hinzu. Damals auch nur für 10 Jahre, glaube ich. Oder auch ohne Schätzung. Aber dann kamen noch Gewinne und Free Cashflow hinzu. Und gehen wir wieder zurück. Dann hat sich das relativ schnell entwickelt. Und zwar, hier waren wir gerade, das war dann im Juli 2016. Und dann gab es hier im Prinzip den Durchbruch. Ich habe mich ja dann gedanklich sehr viel damit beschäftigt, wie man gute Aktien finden kann, nachdem ich eben die Depot, also die Portfolioverwaltung aufgegeben habe. Und hier war der Durchbruch. Wenn man das hier liest, dann sieht man, dass ich zum ersten Mal von Korrelation spreche. Und mit diesen Dividendenbunkern, da verwende ich dann die Korrelation, auch die Gewinnkorrelation. Das heißt, in diesem Blogbeitrag habe ich angefangen, das Gewinnwachstum sichtbar zu machen. Und hier dann relativ schnell, oder ganz so kurz darauf, habe ich dann angefangen, über Kennzahlen langfristiges Gewinnwachstum sichtbar zu machen. Und das war also im Sommer 2016. Und das waren die Grundsteine des Aktienfinders, sind sie bis heute und werden sie vermutlich auch bleiben, denn es geht ja darum, Aktien zu finden mit langfristigem Gewinnwachstum bzw. mit stabiler Gewinnsteigerung. Und das hier waren sozusagen wirklich die Durchbrüche. Und alles, was später kam, das waren entweder neue Funktionalitäten außenrum oder Verbesserungen im Detail, wenn man das jetzt mal so ganz pauschal sagen möchte, mit drumherum, das heißt Fair Value Berechnung, eigene Rankings und so weiter, das ist im Prinzip alles drumherum. Der eigentliche Kern
ist es Sichtbarmachen langfristigen Gewinnwachstums, um eben diese Aktien zu finden, die mit denen man als Investor mit einer großen oder hohen Wahrscheinlichkeit glücklich werden kann. Dann ging es noch weiter natürlich, ungefähr ein halbes Jahr bis zum Ende 2016, wo ich ja dann mich schon entschieden hatte, das Produkt, also den Wachstumsfinder, sprich Aktienfinder, zu kommerzialisieren. Also hat dann noch mal ungefähr ein halbes Jahr lang gedauert. Da muss er noch die zweite Seite bauen. Und das ist dann quasi der Übergang zu dem ersten Video, das ich im Rahmen der Selbstständigkeit gedreht habe auf YouTube. Kann ich ja gerne dann auch noch mal verlinken. Und damit käme ich im Prinzip dann auch schon zum Fazit. Und das wäre zum einen eben, dass man am Anfang nie weiß, was später rauskommt. Also ich habe einfach das gemacht, was mich interessiert hat und habe dann irgendwann ja auch eigene Probleme gehabt und habe dann halt versucht, dieses Problem anzugehen. Und daraus ist dann im Prinzip der Aktienfinder entstanden. Und weil nicht nur ich derjenige bin, der dieses Problem gehabt hat, habe ich es dann auch entsprechend ins Internet gestellt, beziehungsweise ist dann halt auch möglich, damit selbstständig geworden zu sein. Und was man vielleicht auch sieht, ist, wie viel Arbeit da im Vorfeld schon reingesteckt worden ist. Und es ist meiner Meinung nach überhaupt nicht möglich, oder es wäre überhaupt nicht möglich, ein Ein-Mann-Unternehmen anzufangen. Oder ich hätte es auf jeden Fall nicht hingekriegt, zu sagen, ich entwerfe jetzt irgendwas, ich mache jetzt irgendeinen Rohentwurf und mache jetzt eine Spezifikation, überlege mir, wie das aussehen soll, und dann fange ich mal an zu programmieren und bin aber schon selbstständig, weil die Vorlaufzeit, bis da so ein Produkt steht, auch in der ersten Version, die ist schon extrem lang, und bis so ein Produkt steht, es auch so gut ist, dass Leute auch bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Man will ja von was leben, beziehungsweise muss von was leben, die ist noch länger. Und das heißt, ich hatte jetzt im Prinzip 2015, 2016 zwei Jahre Vorlaufzeit gehabt, in der ich nicht straightforward gearbeitet habe auf den Aktienfinder, aber der ich im Prinzip eigentlich mehr oder weniger immer was gemacht habe, was mich in die Richtung gebracht habe und was ich auch wieder verwenden konnte. Und das hat es eben möglich gemacht, dass ich dann irgendwann wirklich den Schritt in die Selbstständigkeit gehen konnte und halt eben auch schon mit einem Produkt, das relativ weit fortgeschritten war. Und die andere Geschichte, die halt eben zentral ist, ist, wie ich schon angesprochen hatte, diese Problemlösung. Dass ich mich eben als ein Selbstständiger betrachte, wo eben das Produkt im Vordergrund steht und das Produkt ist dafür da, eben ein Problem zu lösen. Ich betrachte mich jetzt nicht als Selbstständiger, der versucht, viele unterschiedliche Einkommensquellen anzuzapfen, der immer Augen und Ohren offen hält, um ja, zu gucken, mit was er Geld verdienen kann. Was natürlich alles völlig legitim ist, und wenn das jemand macht, dann wünsche ich ihm natürlich auch viel Erfolg dabei. Ich finde auch klasse, dass viele Junge übrigens den Weg in die Selbstständigkeit gehen. Ich bin 45, dass es viele Leute machen, die 20 sind, 25 sind, also sehr jung, und die vielleicht ihren ersten Job schon aufgeben, um sich ihren eigenen Traum von der Selbstverwirklichung zu erfüllen. Finde ich eine ganz klasse Sache, und da wünsche ich jedem auch nur ganz, ganz viel Erfolg bei dem Vorhaben. Unter anderem auch dem Thomas aka Sparkoyote, der heute seinen letzten Arbeitstag hat. Da auch ganz besonders drücke ich dir die Daumen, Thomas. Und mir drücke ich natürlich auch die Daumen. Und in diesem Sinne wünsche ich allen, egal ob sie selbstständig sind oder angestellt sind, frohes Schaffen und viel Erfolg. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.